Gut, hat die Sache Hand und Fuß, geht es uns auch ganz schön gut. So, wir benutzen lieber den Teleport, bevor wir hier irgendwo reinspringen. Wenn wir nicht unbedingt hinwollen, zack. Ist einfacher, wir wollen die nämlich alle hier nicht stören, das darf man nicht vergessen zu erwähnen. Zack. Die sind sowieso hier meistens alle bewusstlos. Wir machen hier mal zu. Und hier machen wir das auch zu. Und dann werden wir uns nach unten begeben, hier in diesem schönen bildergefluteten Saal. Gucken wir erstmal kurz nach unten. Damit wir das hier genießen können. Ah, diese ganzen Bilder von Frauen, Prostituierten oder wem auch immer. Wer auch hier immer sein soll. Ist wie eins runtergegangen. Heute kommt niemand. Gästebuch der Golden Cat. Lord Morgan und Lord Curtis verließen das Golden Cat um 9 Uhr abends, um einen Termin mit dem Lordregenten wahrzunehmen. Aha. Weine, Identifikation und Behandlung. Oh, das haben wir noch nicht gelesen. Das werde ich gleich mir angucken. Nachdem ich das Geld hier mitgenommen habe. So, gut. Schauen wir uns das Buch mal an. So, genau. Auszug aus den Notizen von Dr. Galvani zur richtigen Behandlung der mit der Seuche infizierten Personen. Wenn ein Opfer einmal aus den Augen zu bluten begonnen hat, ist ihm nicht mehr zu helfen. Nach unserem gegenwärtigen Verständnis der Seuche ist der Tod unausweichlich. Mit der richtigen Strategie können wir jedoch ihre Ausbreitung eindämmen. Alle, die mit einem Weiner oder Infizierten im letzten Stadium zu tun haben, müssen großzügige Mengen der vorhandenen Schutztränke zu sich nehmen. Auf die Variante kommt es dabei nicht an. Beispielsweise kann es Sokolovs Elixier oder Pieros Arznei sein. Eine Dosis pro Tag für normale Soldaten, 2 für alle Offiziere. Die Distanz zu den Infizierten muss gewahrt werden, um den Kontakt mit parasitären Insekten zu vermeiden, die den infizierten Wirtskörper besetzen. Dazu wird der Einsatz von Speerwaffen oder Fernwaffen mit Brandmunition empfohlen. Sämtliche Gerätschaften, die dazu verwendet werden, Infizierte zu einer Deportationszone wie dem überschwemmten Bezirk zu transportieren, sind nach dem Gebrauch ausgiebig zu reinigen. Dazu zählen Metallzwinger, Transport- und Frachtwagen. Aha, achso? Achso? Ja denn? Wusste ich ja gar nicht. Er hat das. Okay, da sind die Mädchen. Oh, Aprikosenkuchen, den essen wir, ja. Den futtern wir auf. Ups, ja, wir sind hier ganz unten. Bereits. Hier kommt nur das Personal rein. Gehört, was das kleine Mädchen gemacht hat? Nein, das ist eine Süße. Amy oder Emily oder so ähnlich. Sie wollte fliehen. Irgendwie hat sie den VIP-Ausgang entdeckt. Wirklich? Ja, Prudence hat ihn seitdem abgeschlossen und besitzt den einzigen Schlüssel. Warum ist sie überhaupt hier? Ist sie eine Nichte der Pendletons? Keine Ahnung. Sie halten sie unter Verschluss. Huch. Da ist doch jemand. Nee, da ist niemand. Ich finde dich. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Dreht euch einfach um. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Und beruhigt euch. Ich bin nämlich gar nicht hier. Hallo? Komm raus. Es ist leider echt blöd, dass die... Ich finde dich. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache. Dass die einen immer gleich sehen. Finde ich nicht so gut. Habe ich sie in ihrem Dialog leider unterbrochen? Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay.
Das sind nur Gesundheitstränke. Da könnte man jetzt die ganzen Mädels deponieren. Wenn man lustig wäre, aber warum sollte man das machen? Das ist hier übrigens ziemlich unhygienisch, das ganze Zeug. Komm schon. Bleibt ruhig, Mädels. Ich nehme nur die Hemlock Essenz oder was auch immer. Upsala. Und die Kingsbarrow-Federn. Mehr will ich gar nicht. Den Rest könnt ihr behalten. Ich mache euch sogar die Tür zu. Ich bin ein Gentleman. Huch, das war knapp. Das wollte ich nicht. So, hier ist der VIP-Ausgang. Den schauen wir uns mal an. Und sondieren die Lage, machen das hier vielleicht alles sicher. Da ist doch eine Nachricht. Können wir die lesen? Der Elixier-Lieferschein. Hier ist das Elixier für diese Woche. Möge es Ihre Damen wohl bekommen. Doch der Boss sagt, dass wir diesmal Geld als Bezahlung wollen. Kein Handel mehr. Craxton. Okay. VIP-Exit. Ah, okay. Hier ist der Ausgang zum Destillierbereich. Durch den VIP-Ausgang. Der relativ simpel dann zu erreichen ist. Wir können wahrscheinlich dann auch einfachshalber durch den VIP-Ausgang rausgehen. Wenn es wirklich Emily ist, dann machen wir das auch so. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, die wir uns angucken können. Dafür gehe ich aber lieber eine Etage höher, um dort herauszugehen. Nochmal einen Blick. Da ist irgendwas zu essen wahrscheinlich. Keine Ahnung, irgendwas wird das sein. Und zwar werden wir uns hier draußen nochmal umgucken. Und dann haben wir es quasi alles auch schon hinter uns gebracht. Weil hier draußen ist quasi der letzte Bezirk, der letzte Bereich. Das letzte Übel, mehr oder weniger, wenn man das so formulieren mag. Wo wir uns nochmal umgucken können. Hier sind noch ein paar Leute. Daran habe ich nie gezweifelt. Hier könnte es eventuell noch was geben für uns. Oh oh. Okay, die zwei sind hier. Der Typ sollte da besser rausgehen. Da ist auch noch einer, da hinten ist noch einer. Vier Leute sind hier, die werden wir jetzt quasi demnächst überwältigen oder sowas. Na, dann machen wir das vielleicht ein bisschen anders. Kante? Gibt's dich nicht mehr, oder was? So, dann machen wir, gehen wir halt hier hoch. Wow, fast wären wir runtergefallen. Ich finde aber die Fahrzeuge cool, die die hier haben. Okay, da ist auch niemand mehr. Lassen wir uns mal hier runterfallen. Aua. Der Typ ist gefährlich, der steht hier Wache, den können wir eventuell, wenn der sich nicht umdreht. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. Öffnen wir mal den Abfall. Der pisst hier überall hin. Scheinbar. Mr. 1. Ich hoffe, die haben mich jetzt nicht gesehen. War jetzt natürlich nicht so gut.
Aber naja, es gibt Schlimmeres. Hier haben wir nur Futter. Schade. Okendoken. Stehen gut. Dass der uns gesehen hat, das ärgert mich. Da muss ich gleich nochmal abwarten. Und wenn der zu dem hingegangen ist und dann wieder weggegangen ist, dann kann ich den einfach da wegschmeißen. Der dreht sich nämlich ein bisschen zu schnell mal hin und her. Weil der bewacht den Eingang, den würde ich gerne auch noch da rein entsorgen oder wegschmeißen. Und dann wäre der letzte, der hier noch ist, von den dreien. Da hinten ist noch einer auf Patrouille, dann kann ich mich hier unten die Straße nochmal genau abklappern. Und dann bin ich quasi hier auch fertig. Jetzt pisst er da herum, der Parsch, der Pisspage, der Penner, der Pieselkönig. Der Schiffmeister. Ja, geh weg. Okay, jetzt ist er wieder weg. Der geht, das ist ärgerlich. Der geht jetzt ganz nur ganz kurz dahin. Gucken. Jetzt dreht er sich wieder um. Und wir, ich muss mir bei Gelegenheit, wenn ich wirklich die ganzen Sachen mal habe, ganzen zusätzlichen Erweiterungen, dann werde ich mir nur noch Betäubungspfeile kaufen. Dann mache ich das ein bisschen schneller, das Ganze. Deswegen ist es jetzt auch wichtig, ganz viele von diesen Münzen zu sammeln. Alter. Alter. Mist. Springe ich ihm auf seinen Scheißkopf. Wir werden ihn finden. Und jetzt sind natürlich auf einmal überall Wachen. Überall nachsehen. Dabei war ich hinten noch nicht fertig. Wir wissen, dass du hier bist. Wisst ihr das wirklich? Muss ich meinen letzten Betäubungsbolzen für den verschwenden? Schreit, wenn ihr ihn seht. Doch, ein bisschen schon. Ich werde dein Versteck finden. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich weiß. Das war knapp. Das war knapp. Warten wir mal den ab, bis der hier vorbeigegangen ist. Okay. Ich hoffe, das waren die beiden. Nicht, dass es da noch mehr gibt. So, sterbt ihr Ratten! Nehmt's mir bitte nicht übel. Ist nicht so, dass ich euch hasse, abgrundtief, aber ihr seid nicht gut fürs Geschäft. Hier wäre der eigentliche Ausgang. Oh, eine Karte, das können wir uns angucken. Destilliebezirk, Haupteingang zur Golden Cat. Ja, das haben wir gesehen.
Ich halte jetzt nur noch Ausschau nach irgendwelchen Öffnungen und sowas, wo wir noch nicht drin waren. Hier drinnen waren wir auch drin. Da ist noch eine Prostatierte. Stehst du? Prostatierte? Prostata und so? Weil man die auch untersuchen kann und so? Prostata? Weißt du? Och. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Der traut sich, die nicht anzusprechen, oder was? So. Das ist... Ich finde das schon ein bisschen lustig, finde ich das schon. Wenn man mal überlegt, so. Stell dir mal vor, du stehst irgendwo so über eine Reling gebeugt oder über eine Brüstung, schaust dich um, hörst hinter dir noch so ein Pfeifen von irgendwem. Auf einmal verstummt dieses Pfeifen und die Person ist einfach verschwunden. Ist jetzt nicht so sonderbar, aber stell dir mal vor, dir ist die Person vorher aufgefallen und du hast auch irgendwie festgestellt, dass da scheinbar irgendeine gegenseitige Anziehung ist oder was auch immer. Und auf einmal hört man das dann nicht mehr. Wir machen heute den Müll richtig voll. Lag hier noch einer auf der Straße? Ja, der hier. Kommt's auch mit. Na, rennen können wir leider nicht. Sei froh, dass ich dich hier nicht in die Pistrone reinwerfe, wo der Typ die ganze Zeit reingestrollert hat. Du kommst mit zu deinem Freund in Gemeinschaftssarg, Grab, was auch immer. So, jetzt können wir uns hier noch in dem restlichen Gebiet ein wenig umschauen. Theoretisch war es das ja jetzt auch. Okay, hier gibt es nur Fische. Man hätte da unten reinschwimmen können. Will ich aber jetzt nicht. Achso, stimmt. Eine Sache gibt es ja noch. Die habe ich ganz vergessen. Und zwar der Dampfraum. Der richtige Dampfraum. Da können wir auch noch rein. Das werden wir mal auch noch ganz schnell versuchen. Um auch den letzten Knu und Kniff ausgespielt zu haben. Wir laufen schnell hier die Treppe hoch. Rutschen. Aber früher konnte ich dich essen, weiße Ratte. Jetzt nicht mehr. So. Mit mir wird die Golden Cat zu einem Erlebnis. Spiel. Spaß. Es ist ja niedlich, wie die sich umarmen und so, aber irgendwie stehen die mir so ein bisschen im Weg. Ganz ehrlich. Weil ich würde schon gerne da nach unten. Ich habe halt nur Sorge, dass die mich dann sehen. Aber scheinbar geht das so. Also eine Sache konnten wir da nicht nehmen, weil der Typ da offenkundig einfach mal rumstand. Aber hier sehen wir, wir können hier auf jeden Fall nur rein. Das ist wunderbar. Wo hast du das gelernt? Die meisten hier sind Bauernmädchen, von ihren Eltern an die Madame verkauft. Ich wurde an der Schule von Samara ausgebildet, der besten der Welt. Und zwar in vielen Dingen. Morgan und Custis werden Stunden brauchen, wie immer. Die sind schon längst verschleppt. Dann sag mir, wie kann ich dich zufriedenstellen? Kannst du... Nun, seit ich in der Arena war, bin ich nie mehr derselbe geworden. Da war dieser Hund und... Du bist nicht der Einzige, dem das passiert. Was auch immer. Ich habe das Gefühl, dass es ziemlich grausam ist, wenn wir das betätigen.
deswegen lassen wir mal den Spaß. Die sind ja hinter, sowieso hinter einer verschlossenen Tür. Wir essen hier noch ein Äpfelchen. Sollen die da bleiben? Den Generalschlüssel haben wir ja quasi, deswegen den brauchen wir nicht. Hier wäre quasi die Möglichkeit, quasi, wenn man hier reingegangen wäre, wäre wahrscheinlich die andere Option, dann würde man da auch in den Generalschlüssel kommen. Aber den haben wir schon, deswegen den brauchen wir auch gar nicht. Wir könnten die halt da rausjagen mit dem Dampf da drin, nehme ich mal an. Aber lassen wir das. Mehr außer das Ding haben die ja sowieso nicht. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns dann wirklich zu Emily begeben. Ach, hier hätten wir auch rein können. Ja, wenn wir uns zu Emily begeben und dann flüchten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das war's vorerst hier in The Golden Cat. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.